seit 40 Jahren lebe ich hier in Berlin. Wo ich in Berlin damals kam als kleine Mädchen, wie heute andere Leute hier rumläuft. Und da bin ich gewesen, aber ganz weit. Wir haben nicht mal getraut, hier zur Grenze sein. Weil wir haben irgendwie Angst gehabt, diese Grenze irgendwie schnappen sie auch hinein rein. Und heute, 40 Jahre, sehr viele Sachen geändert. Heute 2 Stunden, ich habe andere Leute mitgehört, das ist Katastrophe. Also wir haben leider keine andere Welt mehr zum Umziehen. Also diese Welt mit 7 Milliarden Menschen, wir müssen miteinander klarkommen. Ich habe mich so gefühlt wie eine Ameise und Elefant. Aber eine Ameise passiert nicht, wenn wir mehrere Ameisen sind, der Elefant nicht mal Knochen übrig bleibt, oder? Ja, und dann, ich habe die ganze Zeit mitgehört, das ist gut, wenn wir böse Sachen, schlechte Sachen, bittere Sachen sprechen, aber davon, wir müssen lernen, was wir positiv Zukunft machen können. Und ich habe mir überlegt, können wir jetzt ein bisschen Idee wecken, Träume wecken, wenn wir Menschen Flügel haben könnten. Jeder hat seine Wünsche, bestimmt was machen können oder irgendwohin fliegen. Mein Wunsch in diesem Ort mit Flügel, diesem hinter mir stehenden Tor, wollte ich von innen, oben, rechts, links, Seite fliegen. Was meinen Sie, wie Spaß sein könnte? Und ich glaube, eure Wünsche noch besser. Und ich möchte mit dem wie nennt man das? Mit Gedichte Zusammenhang machen. Wie einfach wäre, das alles zu stillen, würden wir mehr Zeit und mehr Verständnis füreinander haben. Wie einfach wäre, das alles zu stillen. Der Durst nach Zärtlichkeit, die Sehnsucht nach Geborgenheit. Wie einfach wäre, das alles zu stillen. Könnte man literweise Liebe kaufen und stückenweise Zärtlichkeit sowie 7 Tage Geborgenheit buchen. Wie einfach wäre, das alles zu stillen. Ein Stück von meinem neuen Bücher, einige Gedichte, und ich wünsche mir Welt nur wie Gedichte sein kann und verbessern können. Wir müssen selber erstmal Freiheit in uns innerlich fühlen. Dann kommt nächste klar. Sagen heute ist nicht mehr wichtig. Ein Knopf macht alles. Wir haben öfters mal erlebt. Mit dem Flugzeug ein Knopf, mit dem Fäckerbock oder Facebook ein Knopf oder was weiß ich alles. Jedenfalls diese Knopf müssen wir erstmal hier unserem Gedanken, unserem Herz, unserem Sinne einpacken. Ich wünsche mir eigene sehr guten Tag, ob heute nicht so schön ist, aber ich denke, wird das. Danke.